Wer nie verliert, hat den Sieg nicht verdient. Wer alles will, muss viel von sich geben, sang einst Udo Jürgens. Herzlich willkommen zum Einzel. Schlägt der zuletzt sechsmal geschlagene Martin Fourcade heute zurück. Mit der Startnummer 1 geht er gleich ins Rennen. Er wird also vorlegen. Simon Schemp kommt dann etwas später mit der Nummer 19. Einer fehlt. Drei fehlen insgesamt, aber einer fehlt, der sehr, sehr wichtig ist. Emil Hägle-Svensson, der Sieger des ersten Einzels. Er hat krankheitsbedingt heute Vormittag abgesagt. Also ein großer Konkurrent weniger für ihn hier, für Martin Fourcade, auch für Simon Schemp und einige andere Favoriten, die ich Ihnen in den nächsten Minuten noch etwas näher bringen werde. So, das einmal ein Blick hinaus auf die Strecke. Martin Fourcade, die Nummer 1, noch in Gelb. 6 Punkte trennen ihn von Simon Schemp. Das heißt, Schemp muss mindestens 2 Plätze besser ins Ziel hineinlaufen als Martin Fourcade. Erster oder Zweiter und sein großer Rivale in der Gesamtwertung. Martin Fourcade ist jetzt beim ersten Schießen. Es wird ja im Einzel 4-mal geschossen, in der Reihenfolge liegend, stehend. Und es gibt keine Strafrunden, sondern Strafminuten. Martin Fourcade korrigiert etwas. Die Visiereinstellung geht von einer leicht veränderten Windsituation aus im Vergleich zum Anschießen vor dem Rennen. Ja, nutzt die hervorragenden Bedingungen zu einem fehlerfreien Schießen. Martin Fourcade schießt in dieser Saison so gut wie noch nie. In der Vergangenheit kam er ja oft übers Laufen, aber wegen einer Erkrankung, pfeifersches Drüsenfieber, konnte er im vergangenen Jahr nicht so viel trainieren wie sonst. Stehend Anschlag schießt Martin Fourcade statistisch in dieser Saison sogar noch stärker als im Liegendanschlag. 89% Trefferleistung liegend, 91 stehend. Absoluter Höchstwert. Manchmal stimmen die Statistiken. Siegfried Mazet, sein Trainer, Martin Fourcade. Ein kleines Handicap hat er. Sein Skitechniker hat sich hier vor 3 Tagen das Bein gebrochen, ist auf eine Eisplatte ausgerutscht. Christian Favre. Und wie eben hervorragend das Drehbuch durch die Auslosung, durch die Abstände. Martin Fourcade ist wieder am Zug, muss jetzt vorlegen. Anlauf an den Schießstand, kurzer Blick auf die Windfahnen, hat sich etwas getan, wo sortiere ich mich ein? Die Franzosen haben direkt neben den Deutschen angeschossen auf Bahn 2. Ist das ein ruhiger, ist das ein abgezockter Athlet? In einer Seelenruhe, als gäbe es nichts Einfacheres, knipst der da die 5 Scheiben aus. Das tut weh. Simon Schemp jetzt 15. 2 Minuten und 1 Sekunde hinter Martin Fourcade. Er wäre also im Prinzip zeitgleich mit dem Franzosen hinausgegangen auf die Runde nach dem dritten Schießen. Aber er hat sich 2 Strafminuten eingehandelt und Martin Fourcade hat jetzt zumindest schon sowas wie einen kleinen Matchball. Wiederholt sich das, was wir bei den Frauen gesehen haben, als Kaiser Mecke-Rennen mit der Startnummer 2, aber eben ganz früh
viermal getroffen hat und im Ziel eine Zeit vorgelegt hat, die für die Konkurrenz unerreichbar war. Foucault hat es selbst in der Hand. Die großen Konkurrenten haben alle gepatzt. Schauen Sie, wie er jeden Schuss hineinbringen will, wie er Pausen macht. Und er bringt es. Full House für Martin Foucault. 20 Schuss, 20 Treffer. Und er wird eine Marke setzen und kann sich dann ganz entspannt hinsetzen und schauen, was die Konkurrenz macht. Ist dieser Foucault noch zu knacken? Die Nummer 1 Foucault an der Zwischenzeit. Gibt es natürlich jetzt noch keine Referenz. Interessant wird es so in etwa 2 Minuten, wenn Garanichev hier vorbeikommt. Martin Foucault, das gelbe Trikot, sitzt wieder etwas straffer auf seinen Schultern. Das steht jetzt schon fest, egal ob er am Ende gewinnt oder nicht, aber die Chancen, dass er dieses Rennen mit der Startnummer 1 auch als Sieger beendet, die sind groß. Noch einmal jetzt hier hinauf, hinter den Schießstand. Nur in der letzten Runde wird ja oberhalb des Schießstandes herumgelaufen. Dann noch einmal oben hinter den Scheiben, hinter der Glasscheibe entlang. Dann die letzte Rechtskurve, Abfahrt, ein kleiner Buckel noch, eine Brücke. Zielgerade. Und dann beginnt für ihn das lange Warten. Was sagte ich eingangs? Wer nie verliert, hat den Sieg nicht verdient. Wer alles will, muss viel von sich geben. Und er hat es getan. Er ist wieder zurück nach 6 Rennen ohne Sieg. Nach Niederlagen, die er einstecken musste, wie am letzten Sonntag, ist Martin Foucault wieder da. Und hat hier beste Chancen, dieses Rennen zu gewinnen. Möglicherweise auch für seinen vor 3 Tagen hier verunglückten Skitechniker. Und hier springt er sogar mit Telemark-Landung über diese letzte Brücke. Immer auch ein bisschen Show dabei bei Martin Foucault.